Ja, es war schon das Bewusstsein, dass etwas ganz Entscheidendes in unserem Leben passiert ist. Die Tragweite Krieg, die war einem bekannt. Und als furchtbare Tatsache jetzt war sie da. Aber wir hofften ja noch, dass das lokalisiert sein würde, dass Frankreich und England sich raushalten würden. Wir haben gesagt, also gut, wenn das mit Polen nur auf diese Weise ist, dann gut, dann ist das ein örtlicher Krieg und der kann zu Ende sein. Und diese Hoffnung ging ja auch noch weiter. Ich kann vorausgreifen, als natürlich nach 18 Tagen, das hieß ja bei der Polenversuchung, der Krieg der 18 Tage, durch die Kesselschlacht bei Kutno wurde das Zentrum der polnischen Armee eigentlich eingeschlossen und dann vernichtet. Hitler kam dann übrigens am 19. September nach Danzig. Ja, da haben wir gedacht, wenn das jetzt so schnell abgelaufen ist und Russland, nicht zu vergessen, die Sowjetunion, den anderen Teil besetzt hat, ja, wird dann England und Frankreich riskieren, nachdem das abgelaufen ist. Und Polen ist ja nicht mehr zu helfen. Man wollte ja Polen helfen, hat man ja nicht gemacht. Die haben zwar am 3. September dann Deutschland den Krieg erklärt, gemäß der Vereinbarung, die sie mit Polen abgeschlossen hatten. Aber man hatte eigentlich dann im Laufe der späteren Zeit, im Herbst und Winter, gedacht, das läuft sich tot. Sie fragten natürlich jetzt am 1. August, das habe ich Ersten versucht zu September. erklären, die Tragweite war Krieg, schlimm, aber nebenbei gesagt war das ja so wichtig, jetzt schießt der Russe bzw. Polen. Sind wir das? Man wusste gar nicht, die Granaten, ist das die angekündigte Artillerie, Macht der Polen, die auf uns schießt, oder sind das unsere Abschüsse? Das musste man ja erst ein bisschen sortieren. Aber als es dann, man wusste, das sind unsere Geschütze, die rübergehen, wir bekamen ein Schuss, beruhigt sie sich alles. Führerrede, ich sage extra Führerrede, wie man damals sprach. Man hörte das und blieb zurück. Wobei ein Satz eigentlich, den muss ich Ihnen sagen, der einem ein bisschen kalten Schauer rüberlief. Zwei Sätze waren es vielleicht. Ich erinnere mich ganz genau daran, ich habe sie ja nie wieder gehört. Der eine war, dass in diesem Krieg, also gegen Defaitisten sinngemäß, rücksichtslos vorgegangen wird. Einen zweiten Verrat wie 1918 wird es nicht geben. Verräter aber sterben. So ein Satz, wissen Sie, der ließ einen frösteln. Und dann ein zweiter, noch ungewöhnlicher Satz. Hitler sagte, er zieht jetzt den grauen Rock des Soldaten an und wird ihn erst ausziehen, wenn der Sieg erfochten ist, oder er wird diesen Krieg nicht überleben. Um Gottes Willen, was bedeutet das, diesen Krieg nicht überleben? Können wir verlieren? Also auf den Gedanken wären wir überhaupt gar nicht gekommen. Riskiert er das, dass er sagt, ein Babankspiel? Aber er war eben Babankspieler, wie immer. Und hatte bis dahin immer gewonnen, weil er die Gegner immer wieder überrascht hatte, die haben das nicht für möglich gehalten. Und diesmal hat er sich verrechnet und das Desaster, das Drama nahm seinen Lauf, unabwendbar.